Guten Tag. Hallo. Hi, Bessie. Mo. Ausatmen von Luft durch die Nüstern. Mo. Schön, ich mag Bessie. Bessie ist toll. Bessie ist hervorragend. Kolossales Problem. Oh, hey! Ich bin nicht daheim. Aber wo ist unser Mädchen? Hast du Polly gefunden? Klar. Saul hat gerade erzählt, was da passiert ist. Du hast ein Talent dafür, gerade im richtigen Moment aufzutauchen. Ja, das ist wohl wahr. So. Das war die Oh Gott. Atombombe. Polly? Wow, du siehst nicht gerade gut aus, meine Liebe. Fühl mich auch nicht gut, Duchess. Nun, warum legst du sie nicht ab? Die Kanne sollte gehen. Ziemlich eng hier. So geht das überhaupt nicht. Oh, Polly. Das ist alles meine Schuld. Nein, Solomon, hör auf. Das ist nicht... Duchess, hast du den vorher ausgeleert? Hab ich etwa... Nein, ganz bestimmt. Duchess? Kein Problem. Ich kann das beheben. In Somersville gibt es ein Robotergeschäft. Oh, wow. Solomon, du gehst nirgendwo hin. Bitte, verzeih die Frage. Aber besteht vielleicht die Möglichkeit, dass du uns hilfst? Es wird sich für dich lohnen. Finde diesen neuen Körper für Polly. Dann erzähle ich dir alles, was ich weiß über Crane und seinen Schatz. Bitte sag ja. Krieg ich dafür ein bisschen was extra? Mach dir darüber keinen Kopf. Saul, hast du noch einen von diesen Sendern? Befestige Sauls Sender an dem Körper. Meine Leute holen ihn dann, sobald es sicher ist. Solomon, hast du einen Vorschlag? Ja. Es gibt da dieses alte Robotergeschäft in Somersville. Duncan and Duncan. Doppelt hält besser, ja. Die Besitzer haben es zugenagelt. Aber es gibt einen Weg hinein. Ach du so? Du weißt, wo du drücken musst. Wunderbar. Danke. Hier, der Ortungssender. Befestige den einfach an Pollys neuem Körper. Wir übernehmen den Rest. Und nimm das hier und bring es im Geschäft an. Lass es unverriegelt, damit wir den Körper später abholen können. Und stell sicher, dass er neuwertig ist. Kein Schaden, keine Umprogrammierung. Alles auf Fabrikeinstellung. Beim Transfer darf nichts schiefgehen. Ich wiederhole mich nur ungern, aber danke. Wenn du das erledigst, schulden wir dir echt was. Oh ja. Das tut ihr. Hey. Sag nicht, du hast es dir anders überlegt. Besorg mir einen Körper. Hey, mach mal langsam. Ich hab schon bessere Zeiten. Wenn der Laden leer ist, ertränke ich mich in diesem Ding. Ich muss zwar nicht atmen, aber mir fällt schon was ein. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, danke. Jetzt geh bitte und besorge mir einen Körper. Darauf habe ich gewartet, mit dem größten Vergnügen, Polly.
Süß. Verliestür. Alles klar. So, wir müssen in diese ungefähre Richtung. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Was haben wir denn hier? Oh, Kupfer. Ah, ist Beecham wahrscheinlich minimal zu weit weg, um sich da einen Kupferextraktor hinzustellen. Ist immer ganz, ganz praktisch, wenn man sich eine Basis aufstellt und dann so eine... Erzader in der Nähe hat. Dann kann man da immer Ressourcen abbauen. Injektor-Munition, das brauche ich nicht. War nicht irgendwie eine wöchentliche von wegen verwende vor, verwerte vor Kriegszeit? Oder war das von letzter Woche? Da, tatsächlich. 25 von 100 haben wir schon. Das ist ein Baum. Ich dachte, was ist das denn da oben? Was steht da denn rum? Dabei ist das nur ein Baum. Ich hab das eben für ein Faultier oder was gehalten. Für so ein Riesenfaultier. Wie viel Seife möchtest du in deinem Badewasser haben? Ja. Das ist meine Seife. Nein, nein, Jasmine, die Frage ist, wie viel Wasser willst du in deiner Seife haben? Oder so. Oder so. Von meinen Eltern zu Hause wächst unterm Kirschbaum, den die im Garten haben, jede Menge wachsen jede Menge Wilderdbeeren. Das ist stellenweise so viel, dass du da nur kleine Erdbeeren hast und quasi kein Rasen mehr. Was echt lustig ist. Und als ich das letzte Mal da war zum Kirschenfuttern und das gesehen habe, war mein Kommentar zu meinen Eltern, hey, ihr habt da ein bisschen Rasen zwischen euren Erdbeeren. Die haben sich weggeschmissen vor Lachen. Ihr habt da ein bisschen Rasen zwischen euren Erdbeeren. Aber die sind freundlich, alles klar. Ach ja. Die machen wir ein andern Mal, diese Quest. Die machen wir ein andern Mal. Die machen wir nicht jetzt. Hi.
Okay. Ach ja, der See. Genau. Noch nicht mehr allzu lang bis zum Fleischwochen-Event. Die Fleischwoche ist die beste Woche. Ich glaube, meinem Headset geht der Akku aus. Ich glaube, das hat eben angefangen, sich zu beschweren. Warum bin ich jetzt spontan alleine im Team? Alles klar, Bichan, mach's gut. Gute Nacht. Das erklärt, warum ich spontan alleine im Team bin. Jetzt ist Drake wieder dabei. Hier gab es mal einen Lazy River. Da sind ein paar Opossums. Schau ich mir später an. Nicht getroffen? Jetzt habe ich getroffen. Oh Gott. Molotow. Ach du Sch... Läge. Mal wieder. Niemand. Nur ein leggendes Etwas. Ich lebe noch, aber wie kann das sein? Fesselt und knebelt das Schwein. Ist das mein Blut oder deins? Ich bin mir nicht sicher. Wir sind voll am Arsch. Dann würde ich sagen, mach die Augen auf. So einfach ist das. Diese Lache und dann, wir sind voll am Arsch. Oh ja. Besonders, wenn nur der Kopf aus dem Bus rausschaut. Alles klar, Sabriel, gute Nacht. Schön. Hallo. Oh. Na gut. Was haben wir denn hier? Noch einen Geist? Klar. Ich kann Ihnen keinen Frieden bringen, Geist. Lassen Sie mich in Ruhe. Dachte ich mir. Kein Grund, sich so aufzuspielen. Spielen wir einfach mal mit.
Mein Name ist Skinner und ich bin hier gefangen. So wie Sie in Ihrem untoten Dasein. Was kann ich tun, damit Sie mich in Ruhe lassen? Ich brauche einen Wirt. Nun, Aggressotrons sind aber leider militärische Hardware, Geist. Ja, komm schon. Daher sind alle unsere Maschinen bereits reserviert. Offene Transaktionen mit dem Militär müssen nur noch abgeholt werden. Das verstehen Sie sicher. Nein! Dann was? Töten Sie mich? Erlösen mich endlich? So willkommen mir diese Abwechslung auch wäre, sollte ich wohl wirklich ablehnen. Ach, komm schon! Ja, es ist lange her, dass jemand einen Gedanken an meine Wünsche verschwendet hat. Er ist im Obergeschoss. Sie sind ein Duncan? Ich erkenne eine entfernte Ähnlichkeit, Geist. Aber die Herren Duncan, sie würden mir das Fell gaben, wenn ich einen Aggressotron hergebe. Hier. Sie kriegen den Protektron. Er ist im Nebenraum. Er war für einen der kleineren Clans der Region vorgesehen, die Garahans oder so ähnlich. Die Herren Duncan wären begeistert, wenn er in der Familie bliebe. Ich will aber einen Aggressotron. Auf jeden Fall. Ich will einen Aggressotron und ich hole mir einen Aggressotron. Ich hole mir den Aggressotron. Wären Sie bitte so freundlich, die Ware nicht anzufassen. Okay. Ah, schade. Mr. Handy. Hier habe ich mal gesammelt. Und dann. War kein Platz mehr in meiner Basis. Ein Stimpak. Ein Stealth Boy. Die tun doch bestimmt weh, wenn ich dem Aggressotron zu nahe komme. Korrigiere, die tun auch so weh. So eine Pumpgun vielleicht. Ja, das geht schneller. Im Allgemeinen geht das schneller. Danke. Okay.
in makellosem Zustand. Ja. Cool. Geht's noch weiter? Gut, wir kehren nach Wayward zurück. What? Ich sag's euch, da hat sich spontan ein Wurmloch oder was auf der Seite des Flusses aufgetan und hat mich zurück in meine Basis gebracht. Was das gerade war, ich bin am Laggen wie bescheuert. Da kann es schon mal sein, dass sich ein spontanes Wurmloch auftut. Im Wayward ist jeder willkommen. Und man wieder sonst wo landet. Ah, schön. Hey! Das ist hey! Das Signal ist laut und deutlich. Ich verwende das Wort Held ja eigentlich nicht oft. Komm her, dann reden wir drüber, ja? Sag an, du hast bestimmt was gefunden, das meine Würde und meinen natürlichen Charme komplimentiert. Ja. Der aktuelle Krug? Ich glaube, noch schlechter und weniger würdevoll für Polly. An dem Argument gibt's nichts zu rütteln. Ich glaube, ich bin einverstanden. Du hättest deinen Hals nicht für mich riskieren müssen. Ich bin dankbar, wirklich. Das ist wahr. Du hast dich wirklich sehr für uns eingesetzt. Warum bist du so viel leiser? Was du für uns getan hast. Aber dann bleibt jetzt nur noch eine Sache zu besprechen. Oder? Ja, meine Bezahlung. Crane, bist du bereit? Aber sei gewarnt. Nicht alles, was du hören wirst, dürfte dir gefallen. Hey. Ob man Polly in den Kubot verpflanzen könnte? Nein, der Kubot ist Bessie. Da müsste man Bessie aus dem Kubot löschen. Und mit Polly überschreiben. Na. In Ordnung. Bessie, Bessie bleibt Bessie. Hast du dich verlaufen oder so? Ich weiß, wo Crane ist. Was machst du denn noch hier unten? Ich weiß, wo sein Schatz ist. Aber es gibt ein kleines Problem. Da ist ganz schön viel Loot drin. Bist du wach? Hallo? Hm. Möchtest du ihn vielleicht anstupsen? Ich hab keinen Schatten. Warum hat sie einen Schatten und ich nicht? Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, glaube ich, habe auch keinen Körper. Junge. Junge, Junge, Junge ist Schlüssel. Junge ist Schlüssel. Das okay. Ist alles, was er sagt. Junge ist Schlüssel. Gott, Duchess. Dieses Ding war die ganze Zeit hier? Dieses Ding ist Crane, Solomon. Was hätte ich denn deiner Meinung nach mit ihm tun sollen? Erlöse es von seinem Leid. Diese Dinger sind Killer, Duchess. Polly und ich haben es selbst erlebt. Das steht hier doch gar nicht zur Debatte. Siehst du das nicht auch so? Was haben wir denn hier so?
siehst du nicht diese Wehrlosigkeit? Da muss man doch draufhalten. Wie bitte? Wow, 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 wow. Nimm das besser ernst. Dieses Ding könnte entkommen. Dieses Ding könnte uns alle töten. So wie sie beinahe Polly und mich getötet haben. Ich kümmere mich darum. Aber du musst es zulassen, Duchess. Ich... Na gut. Du hast recht. Tu es. Danke, Duchess. Ich mache es kurz. Es sei denn, du willst das übernehmen? Ich mache es, weil ich Bock drauf habe. Und du kannst es sowieso nicht. Okay. Hallo. Hallo. Nehmen wir ein Jagdgewehr? Nehmen wir einen Vorschlaghammer? Die 44er ist leider hinüber. Könnte auch noch eine 10mm nehmen, je nachdem. Oder eine Pumpgun. Nimm den Hammer. So grausam, ich nehme den Hammer. Kann man eine Gabel nehmen? Nee, leider nicht. Könntet ihr uns... Laut der Karte befindet der Schatz sich in einem Versteck innerhalb des Bergwerks am Golf. Mit bloßen Fäusten. Hinter einer Tür, für die man eine Zugangskarte braucht. Bergwerk am Gorli. Dort haben Polly und ich die Verbrannten aufgespürt. Verdammt, heißt das, Crane hat diese Dinger angelockt, als er das Versteck gefunden hat? Wir brauchen uns also nicht mehr so schlecht zu fühlen. Saul, verkneif's dir gefälligst. Tut mir leid. Also, zu diesem Versteck. Ich wollte selbst hin, bin aber nicht weit gekommen. Du kennst dich in Gorley bereits sehr gut aus. Also nehme ich an, du hast die beste Chance, tatsächlich an das Zeug ranzukommen. Also, möglich? Das ist mein Angebot. Du kannst die Karte und die Zugangskarte behalten. Keine Bedingungen. Sie ist als Lohn deiner Arbeit für uns. Aber gib mir dein Wort, dass du ab und zu vorbeikommst. Und dir einen Ring kaufst. Okay. Aber natürlich. Ich habe vor, aus unserem örtlichen Schatzsucher auch den letzten Kronkorken herauszuquetschen. Willst du sonst noch über was reden, bevor du gehst? No. Keine Ahnung. Er war immer nur allein hier. Wenn er Kinder hatte, ist das schon lange her. Viel Glück. So. Haben wir denn hier so Schönes? Die Laternen kann ich nicht mitnehmen. Oh, schade. Aber das abgenutzte Klemmbrett, das kommt mit. Der Reagenzglashalter auch. Kann man sich nicht bedienen, das ist sehr schade. Schlosserhammer. Farbe. Meins. Und den Pümpel. Habt ihr gehört? Ich klaue euch den Pümpel. Pümpel. Was haben wir denn hier noch so? Ein abgenutztes Klemmbrett. Ja, sehr schade, dass ich die Limo nicht klauen kann. Das ist wahr.
kann noch keine Schlösser knacken. Schade. Hi, Polly. Wenn Duchess ein Haustier will, soll sie sich gefälligst einen Hamster anschaffen. Das Ding hat gekriegt, was es verdient hat. Ach so, ja. Ein Verbrannter im Haus. Spitzenidee. Oh ja.